Das iPhone 15 Pro kommt mit Hitzeproblemen, mit Akkuproblemen und einer ziemlich zerbrechlichen Rückseite, so liest man es zumindest aktuell ziemlich häufig im Internet, in verschiedenen Foren oder auch auf Twitter. Doch was ist eigentlich wirklich da dran an diesem Problem? Das möchte ich gerne in diesem Video mit euch besprechen. Beginnen wir auch direkt mit dem ersten Problem, und zwar einem schlechten Akku. Und grundsätzlich hat sich die Milliampere-Stunden-Kapazität beim neuen iPhone 15 Pro und Pro Max im Vergleich zu den Vorgängermodellen nicht wirklich verändert. Das heißt, da haben wir jetzt keinen allzu großen Unterschied. Insgesamt sind die Akkus um wenige Prozentpunkte angewachsen. Doch bei vielen ist der Akku trotzdem schlechter als im iPhone 15 Pro und 15 Pro Max. Was ist also daran, dass der Akku im neuen iPhone 15 so schlecht ist? Grundsätzlich muss man sagen, dass ein Akku sich erst einmal ein wenig einpendeln muss. Er muss erstmal so 1 bis 2 Wochen verwendet werden. Es braucht ein paar Zyklen, bis er tatsächlich so funktioniert, wie es vorgesehen ist. Das heißt, wenn ihr euer Gerät noch sehr frisch habt, dann verwendet es erst einmal 1-2 Wochen. Der Akku wird auf jeden Fall noch etwas besser werden. Vor allem werden auch zu Beginn, gerade wenn man das iPhone neu einrichtet, viele Daten im Hintergrund heruntergeladen, die iCloud wird synchronisiert und so weiter, und das kann sich auch mal über mehrere Tage ziehen. Dementsprechend kann das iPhone am Anfang etwas wärmer sein und es kann auch sein, dass der Akku schneller leer geht, einfach weil im Hintergrund so viel passiert. Und natürlich ist iOS 17 aktuell noch in einem ziemlich frühen Stadium. Bei vorherigen iPhones funktioniert es schon ziemlich gut. Das neue iPhone ist aber eben gerade erst auf den Markt gekommen und Apple muss hier vielleicht noch das ein oder andere Update veröffentlichen, damit iOS 17 eben für das neue iPhone 15 Pro optimiert wird. Also da bin ich auf jeden Fall optimistisch, dass das in den nächsten Wochen und Monaten auch besser wird. Ich persönlich kann auf jeden Fall sagen, dass der Akku bei meinem iPhone 15 Pro von Tag zu Tag besser geworden ist. Ich bin jetzt etwa bei 6 bis 7 Stunden Displaynutzung am Tag und damit kommt man ohne Probleme durch einen kompletten Tag. Daher bin ich mittlerweile mit dem Akku auf jeden Fall um einiges zufriedener als in den ersten Tagen der Nutzung. Machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten Problem, und zwar Überhitzung. Sehr viele berichten von einem extrem heißen iPhone und auch das kann gerade zu Beginn natürlich sein, weil eben im Hintergrund sehr viele Prozesse abspielen, vieles wird heruntergeladen und dadurch wird natürlich auch der Prozessor beansprucht, der am Ende das iPhone aufwärmt. Also gerade die ersten paar Tage ist es durchaus so, dass das iPhone sehr heiß wird, auch wenn ihr irgendwie nur durch Instagram scrollt oder durch Twitter. Das heißt, da müsst ihr gar nicht groß unbedingt ein Spiel spielen oder ein Video rendern, damit das Gerät am Anfang so warm wird. Mittlerweile ist aber auch bei mir das besser geworden. Mein iPhone wird im Alltag nicht mehr warm, wenn ich einfach wirklich nur damit ein bisschen surfe, ein bisschen durch Apps scrolle. Wenn ich natürlich etwas Aufwendigeres damit mache, wie irgendwie ein Spiel spielen oder ein Video rendern, dann wird es natürlich weiterhin warm. Aber auch das war bei den vorherigen iPhones und grundsätzlich bei anderen Smartphones ebenfalls schon so der Fall. Ein Grund für die wärmeren iPhone 15 Pro und Pro Max Modelle könnte auf jeden Fall der neue Apple A17 Pro sein, gerade in Kombination mit dem neuen Titanrahmen, der wohl nicht so gut die Wärme ableiten kann und daher wird das Gerät eben wärmer als jetzt zum Beispiel ein iPhone 14 Pro mit einem Edelstahlrahmen. Womöglich hängt die Wärmeentwicklung aber auch mit dem physischen SIM-Kartenslot zusammen, der unter anderem in China, aber auch in Deutschland noch verbaut wird im Vergleich zu den US-Modellen, wo nur noch eine eSIM verwendet wird. Und das iPhone ist ja eh schon sehr kompakt zusammengebaut. Die Bauweise ist wirklich sehr, sehr eng. Und hier kann es eben dazu führen, dass dieser SIM-Slot das Gerät noch weiter aufwärmt, weil eben die Wärme nicht so gut ableiten kann, wie das in den US-Modellen der Fall ist. Es gibt mittlerweile zahlreiche Tests und Videos, die zeigen, dass das iPhone 15 Pro in den USA besser abschneidet, was Hitzeentwicklung angeht, als Google Smartphones, Xiaomi oder Samsung. Aber wie gesagt, das sind eben US-Smartphones und die haben keinen physischen SIM-Slot mehr und daher könnte es tatsächlich damit zusammenhängen. Was aber auf jeden Fall noch ein weiterer Faktor ist, sind nicht angepasste Apps an iOS 17 und an das neue iPhone 15 Pro und die benötigen natürlich erst einmal Updates. Das könnt ihr ganz einfach einmal in den Einstellungen unter Batterie nachschauen, ob dort irgendwie eine App ist, die ihr fast gar nicht verwendet, die aber extrem viel Akku zieht. Es kann sein, dass diese App dann ein Update benötigt, gerade wenn ihr sie wirklich gar nicht groß verwendet habt und irgendwie 10, 15, 20% verbraucht wurden, allein durch diese App, dann kann es auf jeden Fall helfen, die einmal neu zu installieren. Manchmal funktioniert das dann schon oder eben auf diese App erst einmal zu verzichten, bis ein Update dafür erscheint, weil die natürlich im Hintergrund immer arbeitet, euren Akku leer saugt und gleichzeitig euer Gerät dann auch entsprechend aufwärmt. Apple hat sich mittlerweile einen Tag, nachdem ich das Video aufgenommen habe, zu den Hitzeproblemen geäußert und wird zeitnah ein Update veröffentlichen. Laut Apple handelt es sich nicht um ein Hardware-Problem, sondern um ein Software-Problem. Außerdem sind einige Apps, wie bereits von mir vermutet, mitverantwortlich. Apple erwähnt da beispielsweise Instagram und Uber.
Wichtig ist also, solltet ihr diese Apps verwenden, ein Update zu installieren, sobald verfügbar. Möglich wäre, dass Apple einen Fix mit iOS 17.0.3 bringt oder wir auf iOS 17.1 warten müssen, was gegen Ende Oktober etwa erwartet wird. Laut Apple soll dieser Fix übrigens nicht die Performance des A17 Pro reduzieren, da es sich um kein Hardware-Problem handelt. Sprechen wir nun zu guter Letzt noch einmal über das dritte Problem, und zwar die zerbrechlichere Rückseite. Und es ist tatsächlich so, dass Apple die Bauweise des neuen iPhones verändert hat. So ist es jetzt viel einfacher, die Rückseite auszutauschen, wenn es zu einem Glasbruch kommt. Und das ermöglicht eben auch günstigere Reparaturpreise im Vergleich zu den vorherigen Modellen, was auf jeden Fall zu begrüßen ist. Allerdings scheint dadurch die Rückseite auch insgesamt anfälliger zu sein. Gerade in Kombination mit dem neuen Titanrahmen zeigen einige Drop- und Belastungstests, dass die Rückseite wirklich sehr, sehr schnell bricht. Zum Teil konnte sie wirklich mit der Hand ganz einfach durchgebrochen werden. Das Glas ist dann direkt gesprungen und das sollte natürlich so nicht sein und ist viel zu anfällig. Allerdings hilft da am Ende tatsächlich ein Case. Das heißt, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, euer iPhone mit einer Hülle zu schützen, damit das möglichst nicht passiert. Und in den meisten Fällen ist es ja auch so, dass man tatsächlich ein Case verwendet. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu meinem Fazit und was man auf jeden Fall sagen kann. An allen drei Problemen ist auf jeden Fall etwas dran. Das Gute ist, das Batterieproblem und auch das Überhitzungsproblem kann Apple zum Teil durch Software-Updates noch beheben und zum Teil verschwinden diese Probleme mit der Zeit auch einfach, wenn der Akku sich ein bisschen eingependet hat, wenn alle Apps Updates bekommen haben und so weiter. Lediglich das Glasbruchproblem kann am Ende wirklich nur durch ein Case behoben werden. Insgesamt machen also diese Probleme das iPhone 15 Pro und Pro Max nicht schlechter als die Vorgänger-iPhones oder andere Smartphones. Meistens wird bei Apple das Ganze noch ein bisschen aufgebauscht und schlimmer dargestellt, als es am Ende wirklich ist. Ich kann euch weiterhin trotzdem empfehlen, euch ein iPhone 15 Pro oder Pro Max zuzulegen, wenn ihr aktuell ein älteres iPhone habt und überlegt umzusteigen, weil wie gesagt, die meisten Probleme werden mit den nächsten Wochen von alleine verschwinden und solange ihr einen Case tragt, gibt es auch keine Probleme mit einem Glasbruch auf der Rückseite. Aber sehr gerne könnt ihr mir natürlich mal eure Erfahrungen, solltet ihr ein iPhone 15 Pro oder Pro Max besitzen, unten in die Kommentare schreiben, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie ihr so die ersten Wochen mit dem neuen iPhone verbracht habt und was für Probleme ihr tatsächlich mit den neuen iPhones habt. Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für weitere ähnliche Videos. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.